Laut eines argentinischen Medienberichts beschäftigt sich José Mourinho mit einem Transfer von Inter Mailands Mauro Icardi. Manchester Uniteds Coach José Mourinho zeigt offenbar Interesse an einer Verpflichtung von Inter Mailands Kapitän Mauro Icardi. Wie die argentinische Zeitung Ole berichtet, visiert der portugiesische Trainer einen Transfer des Stürmers im kommenden Sommer an. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Icardi besitzt in seinem Vertrag bei den Nerazzurri eine Ausstiegsklausel in Höhe von 110 Millionen Euro, die im Transferfenster 2019 jedoch nur für 2 Wochen aktiviert werden kann. Momentan befindet sich der Argentinier zudem in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung, welche wiederum einen Anstieg dieser Ausstiegsklausel zur Folge hätte. Inter Mailand, Mauro Icardi steht bis 2021 unter Vertrag. Der 25-Jährige gehört zu den treffsichersten Angreifern der Serie A. In der vergangenen Saison erzielte er 29 Tore in 34 Ligaspielen und wurde damit zusammen mit Lazios Ciro Immobile, der ebenfalls 29 Treffer auf dem Konto hatte, zum Torschützenkönig gekrönt. Der aktuelle Vertrag Mauro Icardis läuft noch bis 2021. Mehr zu Mauro Icardi, José Mourinho und Manchester United.